Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Two Point Campus. Ja, wir waren beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass unser Bankkonto nicht ganz so gut aussieht, wie es eventuell aussehen sollte. Aber das haben wir ja auch schon über zwei, drei Folgen jetzt. Es wird aber besser, denn die Kredite sind bald abbezahlt. Und ich habe nochmal geguckt, ich habe ja gesagt, ich gucke nochmal in der Zwischenzeit, ob man nicht einstellen konnte, wann die Pause machen sollen. Habe ich aber tatsächlich nicht gefunden. Ich möchte aber irgendwie sagen, ich habe das schon mal gesehen. Falls ich vielleicht nochmal drüber stolper, dann ist es so. Aber ich habe wirklich fast hier alles abgeguckt, habe nichts gefunden. Also dachte eigentlich, ich kann sagen, hey, ab 30% Energie sollst du bitte Pause machen. So, weißt du, dass man das halt irgendwie so vorangibt. Aber das habe ich nicht gefunden. Beziehungsweise gibt es vielleicht auch gar nicht. Und das habe ich mir nur eingebildet. Kann natürlich auch sein. Ja. Unsere Attraktivität steigt aber wieder. Das ist sehr gut, seitdem wir neue Hausmeister eingestellt haben. Läuft das eigentlich ganz gut? Wie gesagt, ja. Geld ist Mangelware. Attraktivität war jetzt kurz auf 70%. Ich mag einige von Ihnen überraschen, aber der junge Hawthorne war ein ziemlicher Schelm. Damals an der Schule kauften ich und meine Bande einmal 1000 weiche Zeichenstifte und tauschten mit... Könnte natürlich auch einen Abfalleimer überall hinstellen. Ist die Frage, werfen die Studierenden dann ihren Abfall da auch rein? Am nächsten Morgen die Einschreibung machen wollte. Der Mann war fuchsteufelswild. Er ist zumindest da gerade hingelaufen. Mal schauen. Begeht bloß keinen Hausfriedensbruch. Der Crazy Taxi-Automat ist ja hier auch sehr gut besucht. Hey, hey. Wünschen Sie sich aber hier schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Things? Während die Attraktivität wieder sinkt auf 75%, auf 66% von 75, die wir erreichen wollen. Das ist nicht gut. Was können wir denn noch zur Attraktivität draußen hinbauen? Freundschaften entwickeln. Hier so ein Cabrio können wir noch bauen. Könnte man das noch hinbekommen? Bauen wir mal hier vorne eins hin. Und eventuell... Ne, ist zu teuer. Ist zu teuer? Warum haben wir denn jetzt so viel Minus gemacht? What the fuck? Okay, ja, die ganzen Hausmeister kosten natürlich auch Geld. Aber dass die Attraktivität halt trotzdem sinkt, das macht mich ja irgendwie ein bisschen stutzig. Machen die Hausmeister überhaupt noch was? Ja, das kann ich alles nicht machen. Das geht nicht. Wir haben wieder Einbrecher, Eindringlinge, aber unsere Hausmeister sollten da gut genug sein, dass sie das Ganze abwehren können. Warum ist der gelangweilt? Hinweis, Eindringlinge auf dem Unterhaltung. Ja, die wollen halt Unterhaltung, die wollen halt Partys, die wollen alles. Aber so viel Unterhaltung kannst du ihnen halt gar nicht bieten. Wir bräuchten halt wirklich nochmal so einen Studierendenraum, so einen größeren. Das wäre halt schon echt geil. So, 10.000 kriegen wir hier nochmal. Das nehmen wir an. Ist leider zu teuer. Wie gesagt, aber unsere... Kredite sind fast abgezahlt. Hier sind wir noch 3 Monate. Hier sind wir auch noch 3 Monate. Hier auch noch 3 Monate. Also alles noch 3 Monate. Und dann haben wir es. Und dann sollten wir auch wieder gut was einnehmen. Dann haben wir nämlich pro Monat nochmal... Ja, das sind ja hier schon 7.000. Knapp 16.000, 15.000, 16.000, so haben wir nochmal mehr. So, die Ritter haben wir besiegt, das ist sehr gut. Also die Hausmeister sind gut dabei.
glaube natürlich nicht, dass das Leben eines jungen Menschen nur aus Angeltrips und ausgelassenen Späßen besteht. Ich habe mir von meinen vielen Mentoren und Vorbildern auch sehr viel Substanzielles angeeignet. So. Ich werde nie die Worte meines Professors im Seminar Einführung in komplexes Denken vergessen. Huh? Er sagte mir, Ricky, ich glaube nicht, dass du meine Junge. Worte jemals verstehen wirst. Und er hatte recht. Warum ist das so groß? Ach, weil das hier oben drauf ist. Ah, lol. So. Ja, uns hat es auch einfach ein bisschen hier an Tischen gefehlt und so weiter. Also die wollen sich ja dann doch mal gerne draußen hinsetzen. Die Freundschaften sind dann doch relativ wichtig. Dass die Studenten halt nicht zur Nachhilfe gehen, das fuckt mich auch ein bisschen ab. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Die Lehrkraft ist extra da für Nachhilfe und die nutzen es nicht. Die Idioten. Gut, was ich jetzt nächstes bauen werde, ist erstmal ein Studierendenzentrum. Nochmal. Also so ein Aufenthaltsraum hier. Obwohl ein Studierenden... Doch, hier haben wir ja auch. Doch, wir haben ein Studierendenzentrum. Wir bräuchten halt an sich nur ein Zimmer mit Sachen, wo man halt ein bisschen zocken kann, sowas. Das könnte man vielleicht hier noch hinbauen. Aber hier wollte ich ja die Nachhilfezimmer noch hinbauen. Die wir momentan irgendwie ja gar nicht brauchen. Wie viel würde denn nochmal so ein Aufenthaltszimmer kosten? Oh, 5000 nur. Ja, das sieht doch gut aus. Das können wir uns doch sogar bald schon leisten. So, aber irgendwie die Attraktivität geht trotzdem nicht hoch. Wir brauchen Objekte, die noch Attraktivität bringen. Wie das zum Beispiel. Ansonsten, was ist denn die Durchschnittsattraktivität der Räume? Das ist vielleicht ja auch noch so eine wichtige Sache. Haben wir jetzt abbezahlt unsere Kredite? Ein Monat noch, okay. Jetzt sieht man doch bestimmt auch irgendwo Statistiken. Überschattet von Schulden. 5,1. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ist halt nicht alles, ne? Ist halt auch nicht nur Attraktivität. Aber die brauchen halt auch Unterhaltung. Was haben wir denn noch an Attraktivität? Generell halt Bäume pflanzen wäre halt vielleicht mal ganz nice. Zack. Zack, zack. Danke, dass Sie mich auf meinem nostalgischen Spaziergang begleiten. Vergessen Sie dabei aber nie, dass Glanzzeiten nicht der Jugend vorbehalten sind. Ich wäre gerade nirgendwo anders lieber so als hier bei Ihnen auf Radio 2 Point. Die heutige Sendung wird übrigens von Bungle Katzenstreu gesponsert. Denn Bungle Katzenstreu. Macht die Katze richtig froh. Ah ja. Ich würde ja die Bäume hier davor machen. Ah, geht gar nicht. Naja, gut. Die Attraktivität ein bisschen erhöhen zumindest mit den Bäumen. Die sehen kacke aus, ne? Wenn wir die hier haben. Das sieht scheiße aus. Kann ich die hier irgendwo hinpflanzen? Können hier vorne noch mal so eine Baumreihe pflanzen. Die Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. So, Jahresendwertung gucken wir uns natürlich an.
Hier hat das Studienjahr geht zu Ende, wir haben immer noch nicht einen Stern. Haben aber 100% Bestandenrate, die Prüfungsnoten sind immer noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. 30 Abschlüsse, 65 bleiben im Studium. Und Club Royal haben wir, Campus des Jahres haben wir. Und das war's auch schon. Gar nicht so viel Geld bekommen, schade. So, Aufenthaltsraumparty machen wir natürlich. Und den Drachenturm werden wir dann auch langsam holen. So, und jetzt haben wir auch die Kredite abbezahlt. Und da haben wir unsere ganzen Abgänger. So, einen Turnierplatz brauchen wir noch. Haben wir gar nicht genug Geld für. Müssen wir tatsächlich nochmal einen Kredit aufnehmen. Zack. Kopieren. So. Zack. Eieiei, 50.000 kostet der. Krass. Okay, wir können nicht wirklich viel an den Studiengängen machen. Wie gesagt, wir haben halt immer noch nicht genug Geld. Ich würde einfach mal das Folgejahr wieder mal starten. Und dann können wir uns erstmal ein bisschen Geld aufbauen jetzt dieses Studienjahr. Und dann können wir auch ein bisschen was zur Attraktivität machen, tatsächlich. Nochmal so eine Liebestrompete aufstellen. Oder hier vielleicht auch nochmal eine Bank aufstellen. Ah, hier kommt man dann gar nicht mehr lang, ne? So, halt ein bisschen was dafür machen, dass die Attraktivität steigt. Haben Mülleimer vielleicht auch nochmal aufstellen. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Okay. Vielleicht bleibt der Campus ja so ein bisschen sauberer. Und dann steigt auch die Attraktivität. Das wäre natürlich mein Wunschdenken. Das wäre natürlich das Optimale. So. Pflanzen erhöhen ja die Attraktivität auch immer noch ein bisschen, aber darum muss ich halt auch immer wieder gekümmert werden. Gut, um die Mülleimer natürlich auch. So ist nicht, aber... Denk dran, zitieren statt plagiieren. Perfekt, Zaun, Sitzgelegenheiten, Dekoration, Temperatur. Was gibt's noch so? Das können wir vielleicht auch nochmal freischalten, beziehungsweise was haben wir noch? Ja, ein paar Pflänzchen. So. Vielleicht einfach mal hier so eine ganze Reihe. So ein ganzes Beetchen hier so lang. Ist da? Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Mal die Attraktivität hier mal ordentlich erhöhen. Hallo, rennst du mal nicht die Blumen um, lieber Hausmeister? Gott, sieht das scheiße aus. Okay, lassen wir aber so. Bringt Attraktivität, ist okay. Gut, was haben wir hier? Freundschaften, Gesundheit. Freundschaften. Oh, Rosengarten. Hm. Eine Harfe. Eindringlinge, bitte das
verlassen. Why not? Why now Hafer? Bringen Hecken auch Attraktivität? Bringen auch Attraktivität. Vielleicht kann man ja hier so eine Hecken hinmachen. Objekt blockiert. Was blockiert denn hier? So. Dann machen wir das hier zur Seite. Und dann hier vielleicht, dass man hier mal so eine schöne Hecke hat. Das ist, wie ich meine. Dass die hier so ein bisschen abgeschirmt sind. Objekte blockiert. Ihr aufgestanden seid oder schon in der Vorlesung wegdöst. So ein Studium ist nicht ohne. Ich bin Felicity Bellbottoms. Na gut. Vom Radio Campus sind für euch da, funktioniert anscheinend nicht. Häufige Fragen. So. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Und dann vielleicht hier nochmal? Nee. So, guck mal. Ja, dann hätte man hier so eine plüschige Ecke. Oder so eine kuschelige, wollte ich sagen. Nicht plüschige. So, und dann können die Liebespärchen hier ihre Sachen machen. Ja. Dann können die da ein bisschen, kann es da ein bisschen losgehen. Muss hier um die Hecke eigentlich auch gekümmert werden? Nö. Und bringt trotzdem Attraktivität. Das ist natürlich super. So, dann schauen wir mal nach den ganzen Sachen, die wir hier unten haben. Den Drachenturm können wir jetzt bauen. Na Gott sei Dank. Kann ich den hier außerhalb bauen? Ja. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Können wir den hinbauen? Wo sieht denn der nicht so kacke aus? Was ist denn, wenn wir den hier hinbauen? Dann steht da uns im Weg, wenn wir das da ausbauen wollen, ne? An sich müsste der halt hier schon irgendwo hier so sein. Macht ja Sinn. So. Ah, da war doch ein Wurm. Ja, der hat doch fast erwischt. So, und die brauchen jetzt auf jeden Fall ihr Aufenthaltszimmer. Aber das machen wir gleich, wenn wir hier einmal durch sind. Nein, den kriegt er nicht. Da müssen wir Forschung machen. Ja, richten wir mal Events ein nochmal. Bringt auch ein bisschen Zufriedenheit. Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Jawohl, machen wir auch nochmal. Okay, so. Und jetzt bauen wir noch ein Zimmer. Studierendenzentrum, was war das nochmal? Bietet Unterhaltung. Bietet auch Unterhaltung, genau. Das muss nämlich nur 3x3 sein. Aber das baue ich jetzt so, dass wir hier ordentlich was reinmachen können. So nämlich. Okay, und los geht's. Ich will hier so viel Unterhaltung reinmachen wie möglich, damit die halt endlich mal ein bisschen ein Zimmer haben, in dem sie Unterhaltung drin haben. So, los geht's. Also, hier machen wir unsere Dart-Ecke. Dart-Turniere können hier stattfinden. Let's go. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Da stellen wir Tische davor. So, da können die ordentlich saufen und können schön Party machen. Jawohl, okay. Dann Tischkicker. Hier neben ist die Tischkicker-WM. So. Zack. Stell mal ruhig so dicht, wie es geht. So.
So. Tischkicker-WM. Dann. Freundschaften entwickeln. Guck mal. Mir wurde gesagt, wir sind alle eins, um ein richtig großes Fagott zu sehen. Zwei. Stimmt das etwa nicht? Was es mit diesem Fagott auf sich hat? Wir eins. Zwei. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Dann machen wir hier noch so einen Subwoofer rein, damit die hier auch ordentlich Mucke hören können. Ah, ist blockiert. Okay, dann machen wir es hier hin. Okay, dann Aggressionen loswerden. Weil jetzt man mal richtig zuschlagen muss. So. Crazy Taxi Automat darf natürlich nicht fehlen. Mal, können wir den hier auf die Seite machen? Jawohl. Okay, Crazy Taxi Automat. Kriegen wir den hier noch hin? Nö. Aber hier würden wir welche hinkriegen. Zwei Stück sogar nebeneinander. Okay. Und dann hier vielleicht nochmal so ein paar Gaming-Automaten. Und dann haben wir schon kein Geld mehr. Okay. Mülleimer. Mülleimer. Let's go. So, und das ist jetzt hier unser Spieleraum. Hier können die halt zocken ohne Ende. Und dann sollten die doch Unterhaltung haben. So, und Attraktivität müssen wir dann halt mal gucken. Indem du dekorative Objekte in Innen- und Außenbereichen platzierst, stelle Hausmeister ein, die die Pflanzen gießen und Müll wegräumen. Wir haben halt jetzt keinen Mula mehr. Nevermind, wir haben wieder Geld. Ist halt die Frage, was sind halt dekorative Sachen? Zum Beispiel Fenster wären das. Wir können hier theoretisch Fenster noch hinbauen. So. Hier eigentlich auch erstmal. Und was können wir noch hinbauen? Wir könnten halt auch Bilder hier ran machen, Poster. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. I love Two Point. Kommt hier auch nochmal ran. So. Dann hier nochmal ein paar Plakate. Zack. Das hier darf natürlich eigentlich auch nicht fehlen. So. Vor der Forschung, wo war die? Wo, hier ist die Weiterbildung. Wir können eigentlich auch so eine Platine noch hin. Nun wird es Zeit für so. Die Rezension der beliebtesten Zeichentrickserie auf dem Campus. Ganz genau. Und dann schalten wir mal die Sonnenblume frei. Okay. Kaktus schalten wir auch frei. So. Die Katze gerade noch rechtzeitig irgendeine Satzung gefunden, um ein Zivilrecht. Und dann hoffen wir mal, dass die Attraktivität jetzt dadurch ein bisschen steigt, zumindest. Mein Gott, das ist ja echt schwierig, das hier auf 75 zu bekommen. Warum ist denn, warum fällt mir das dann so schwer? Mein Gott. Das ist doch sonst nie so schwer gewesen, hier irgendwie das oben zu halten. So, what the fuck? Oh, ey. Ist das heftig. So, und jetzt auf einmal ist das Nachhilfezimmer so überlaufen, dass hier drei in der Warteschlange sind. So, what the heck? So, den Crazy Taxi-Automaten können wir jetzt wegmachen. Die Sonnenblume würde ich vielleicht mal hier rüberstellen. Damit wir hier noch ein Nachhilfezimmer hinbauen können. So. Die steht erstmal hier. Und dann... Können wir das mal kopieren? So. So. Dann brauchen wir noch jemanden, der Nachhilfe macht. Worin macht die Nachhilfe? Okay, die macht in... Dann vielleicht Nachhilfe Narrenwirtschaft. Na, haben wir nicht. Müssen wir hier mal alle feuern.
Ja, da müssen wir erstmal schauen, ob wir da einen Bewerber für kriegen. Okay. So. So, jetzt geht die Attraktivität auch hoch. Let's go. Obwohl, hier haben wir jemanden für Nachhilfe. Sehr gut. Er macht aber auch Rittersportwissenschaften. Aber besser als nichts. Gut, ja, passt. Werden die Bänke hier genutzt überhaupt? Hm. Irgendwie nicht so wirklich. Aber die Bänke hier vorne werden genutzt. Das heißt, vielleicht sind die Bänke hier einfach nur an einem scheiß Ort. Weil ja hier auch keiner langkommt. Hm. Vielleicht sollte ich die alle mal hier rüberstellen. Zack. Kann ihn auch natürlich auch alle löschen. Und dann bauen wir die da hinten einfach neu. So, das bewegen wir. So. So. Was junge Leute von einem Auto wollen. So. Unabhängigkeit. Spaß. Okay. Schauen wir mal, vielleicht ist das ja da Werfer. Der Biber von Bungle. Das Der Biber von Bungle. Bilanz läuft gut, okay. Können wir dann schon. Wir könnten doch schon unseren Kredit zurückzahlen, oder? Ja. Okay, Eventplan, jawohl. Dann können wir Mitarbeiter zum Weiterbilden schicken. Machen wir mal hier Rittersportwissenschaften. Obwohl, nee, wir machen erstmal die Abwehrkunst nochmal hoch, oder? Oder machen wir unsere Clownies hoch. Wir machen mal unsere Narrenwirtschaft erstmal hoch auf Stufe 2. Let's go. Und dann melde ich den hier auch gleich noch an. Oder sie, ist ja Maddie. Haben wir nur weibliche? Maddie und... Ah ne. Doch, Jamie könnte beides sein. Jamie könnte beides sein. Bilden wir mal alle weiter. Okay, Upgrades können wir jetzt auch machen. Stimmt. Müssten wir aber erstmal erforschen. Hier können wir aber ein Upgrade machen. Das kann der Hausmeister mal machen. Okay. Hier können wir auch, glaube ich, ein Upgrade machen, ne? Bräuchten wir nur genug Geld. Was bringt der Turm eigentlich? Attraktivität bringt er. Okay. Hey, wir sind auf Attraktivität 72. Let's go! 73 sogar. Jetzt geht's ab. Jawohl. Oh, God bless. Endlich. Finally. Boah. Sind die Hausmeister dann eigentlich ausgelastet? Das kann man ja auch gucken an sich. Was die gerade machen. Sucht nach Arbeit. Sucht nach Arbeit. Okay. Die Assistenten. Da sucht auch jemand nach Arbeit. Okay. Also wir haben genug erstmal, genug Mitarbeiter. Nein, wir werden keine ja, wir müssen Artillerie erforschen. Ey, geistreiches Radio, habt ihr jetzt wirklich einen Forschungspunkt übrig gelassen, ihr Idiots? Den hättet ihr ja wohl auch noch machen können. Dafür kann man ja auch mal eine Minute zu spät kommen. Mein Gott. Habe ich das richtig gesehen? 750? Ah, ne. 35 Kudosh. Ich dachte schon, 750 Kudosh. What the heck? Ja, Mitarbeiter sind bereit für eine Weiterbildung. Die werden doch weitergebildet, Mann. Chill doch. Beruhig dich. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, hier ist ja noch ein Raum. Wenn der voll ist, dann ist es halt so. Aber der wird genutzt auch. Das ist gut. Ach so, was man theoretisch nochmal machen könnte. Und in der Tat wirklich enormes Fagott.
Wort in die Hände bekommen. Ist vielleicht auch hier der Bettenraum? War das von Anfang an geplant? Oder hat sich irgendein Witz... Denn wir haben momentan nur einmal hier so einen Raum. Diese und weitere Fragen werden wohl leider warten müssen. Das war Felicity Bell. Studierende schlafen im Bettchen. Bis zum nächsten Mal. Schlafe zugewiesen. Betten müssen von einem Hausmeister gewartet werden. Je höher das Prestige, desto mehr Betten. Und je mehr Betten du pro Studierenden zur Verfügung stellst, desto höher fallen die Unterkunftswertungen und damit auch die Mieteinnahmen dieses Schlafsaals aus. Okay. Vielleicht sollte ich nochmal einen Schlafsaal kopieren und nochmal einen bauen. Aber hier auf jeden Fall nicht. Obwohl, wir könnten hier theoretisch nochmal einen Schlafsaal bauen. Und das wäre dann auch meine letzte Amtshandlung für... Oh, der ist aber relativ klein. Für diese Folge. Aber wir könnten ja das hier noch nutzen. So. Dann bauen wir hier einfach ein paar Betten rein. Ich finde die lilanen einfach genial. Ich finde die so schick. Weswegen ich die auch sehr gerne baue. So, hier passen sowieso nur drei Betten hin. Leider. Oder? Ja. Gut. Ah ne, die können ja direkt nebeneinander gestellt werden. True, habe ich ja total vergessen. Wir brauchen aber noch so einen Schrank. Ha, erhöht das die Attraktivität? Ja. Dann nehmen wir das. So, den können wir hier in die Ecke stellen. So. Passt der hier noch rein? Ne, passt hier nicht rein. Obwohl, wenn wir den ganz dicht hier ranstellen, passt der dann rein? Nope. Alright. So. Na, geh rein in den Raum. Mein Gott. So. I love Two Point. Die Fanbetten. Ihr kennt's. So, hier nochmal Fenster. Und... was wollte ich jetzt hier noch bauen? Ein Pflänzchen. Nee, ein Spender. Desinfektionsspender. So, dann haben wir nämlich auch noch ein Schlafsaal. Vielleicht... sind sie dann auch nochmal ein bisschen zufriedener. Gut, liebe Leute, und das soll es dann gewesen sein, auch wenn wir die Attraktivität jetzt noch nicht auf 75 gebracht haben. So haben wir es doch immerhin geschafft, sie erstmal etwas zu erhöhen. Und dann können wir sie nach und nach ein bisschen erweitern. Ich seh euch im nächsten Video wieder. Macht euch bis dann einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter.